Namaste. Herzlich willkommen zu einem Video für Beginner, das vierte Video in dieser Reihe. Unser heutiges Thema ist der Sonnengruß, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Aber bevor wir beginnen, ein paar Worte in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich noch nicht so lange diesen YouTube-Kanal und habe vorher 24 Jahre Gruppen unterrichtet, sozusagen von Auge zu Auge, und habe allein durch Sehen schon jede Menge Informationen bekommen und natürlich von den Teilnehmern auch Feedback. Und das fehlt mir jetzt sehr. Ich arbeite eigentlich so ins Nichts hinein. Ich weiß nicht, was euch gefällt. Einige Kommentare bekomme ich ja. Das sind meistens Kommentare von früheren Teilnehmern. Aber ich weiß nicht, die neu hinzugekommenen, ist es zu leicht, zu schwierig? Habt ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge? Gebt gerne einen Daumen hoch und natürlich auch einen Daumen runter. Und wenn ihr den Daumen nach unten macht, wäre es schön, wenn ihr eine kurze Erklärung dazu gebt. Denn nur so kann ich was ändern. Es wäre sehr schön, wenn ihr ab und zu einen Kommentar hinterlasst, was nicht bei jedem Video sein muss, auf keinen Fall, aber so ein bisschen Feedback für mich, damit ich weiß, in welche Richtung es gehen kann, wäre sehr schön. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das kostet nichts, auch wenn da steht, ihr sollt ein Konto einrichten, hat nichts mit Bezahlung zu tun, definitiv kostenlos. Tut nicht weh und mich würde es sehr freuen. Okay, soweit das für heute und jetzt wollen wir beginnen. Erst einmal ein paar Informationen über den Sonnengruß überhaupt. Also für mich ist der Sonnengruß essentiell im Yoga. Er ist eine sehr gute Aufwärmübung. Wir benutzen dabei ungefähr 500 Muskeln, hat schon mal jemand ausgerechnet. Ich habe es nicht kontrolliert. Also alle großen Gelenke, Muskeln, Faszien, alles wird mit einbezogen. Man kann den Sonnengruß schnell, kraftvoll ausüben, man kann ihn aber auch langsam, ja auch im Atemrhythmus üben. Man kann auch in den einzelnen Haltungen länger verweilen. Also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und je nach Bedarf, wie ihr euch fühlt, was ihr erreichen wollt durch den Sonnengruß, könnt ihr das entsprechend ändern. Der Sonnengruß besteht aus 12 Haltungen. Rückbeugen, Vorbeugen, kraftvolle Haltung. Es ist also alles dabei. Und für mich gibt es eigentlich nichts Besseres, als vor einer Yogastunde meinetwegen 3 Runden den Sonnengruß zu machen. Dann ist der Körper optimal vorbereitet. Bevor wir mit den vorbereitenden Übungen beginnen, noch ein paar Worte zu dem Atem. Wir haben verschiedene Atemtechniken im Yoga, die 3 wichtigsten, zum Beispiel der Wechselatem, Nadi Shodhana, oder auch ein Reinigungsatem, Kapalabhati. Aber am wichtigsten ist der Ujjayi-Atem. Man könnte Ujjayi übersetzen mit der Siegreiche. Durch diese Atemtechnik verengen wir die Kehle und der Atem wird länger, feiner und erwärmt auch gleichzeitig den Körper. Wenn ihr noch nichts über den Ujjayi-Atem gehört habt oder ihn schon mal benutzt habt, dann wollen wir eine kleine Übung vorweg machen. Aber keine Angst, wir werden das heute nicht gleich mit dem Sonnengruß verbinden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Nur ihr sollt es wissen und den Ujjayi-Atem kann man bei allen Yoga-Haltungen, bei sämtlichen Asanas wunderbar einsetzen. Okay, wir beginnen mit einer kleinen Atemübung. Wir spreizen die Finger, legen die Hände auf unsere Rippenbögen und die Daumen zeigen nach hinten. Wir atmen jetzt durch die Nase ganz tief unter unsere Hände. Öffnen den Mund und mit einem Hauch atmen wir aus. Und nochmal tief unter die Finger atmen. Und Hauch aus. Ein drittes Mal tief einatmen. Und
Und jetzt wollen wir das gleiche machen, durch die Nase einatmen, aber auch mit geschlossenem Mund und diesem Hauchlaut ausatmen. Also einatmen durch die Nase und dann spürt ihr so ein leichtes Rauschen, wie so ein ganz sanftes Meeresrauschen. Das muss nicht so laut sein, dass es der Nachbar hört, aber für euch sollte es schon hörbar sein. Wir machen das noch zweimal durch die Nase ein und mit geschlossenem Mund ausatmen. Dreimal. Und ein letztes Mal. Und lösen. Das ist jetzt erstmal ungewohnt, aber je öfter ihr das übt und auch vielleicht bei den Asanas einsetzt, werdet ihr merken, dass auch die Bewegung eine ganz andere Qualität dadurch bekommt. Okay, dann wollen wir beginnen und uns erst einmal ein bisschen warm machen, einmal die Wirbelsäule mobilisieren und auch die Beinrückseiten ein wenig dehnen. Kommt dafür zum Start. Öffnet die Beine hüftbreit und dann streckt es einmal die Arme nach oben, atmet ein und ausatmen, neigt euch zur linken Seite, einige nach oben, aus zur rechten Seite. Einige nach oben, sogenannte Kerzenleuchterhaltung, Handflächen zeigen zueinander und wir drehen uns mit der Ausatmung. Einatmen und ausatmen, drehen. Du kannst gleich mal versuchen mit dem Ujjayi-Atem. Zur Mitte kommen, noch einmal strecken und dann beugen wir uns nach vorne. Setzen die Fingerspitzen der rechten Hand vor uns auf, die Beine dürft ihr jetzt ruhig leicht beugen und hebt den linken Arm nach oben, unser Blick folgt der linken Hand und wir wechseln. Linke Hand geht nach unten, rechte nach oben und wieder wechseln. Wir bleiben hier, strecken jetzt die Beine, heben den Oberkörper parallel zum Boden. Ziehen die Arme nach außen, die Fingerspitzen ziehen nach links und rechts. Der Scheitelpunkt zieht nach vorne und unser Steißbein nach hinten. Arme ganz lang, Rücken ganz lang. Und dann öffnet die Füße ein klein wenig weiter, lasst die Fußspitzen nach außen zeigen und wir kommen einmal in die tiefe Hocke. Nehmt die Arme zwischen die Beine. Einen Augenblick in der Dehnung bleiben. Lass das Steißbein richtig tief sinken. Der Rücken darf rund sein. Und dann richten wir uns wieder auf. Könnt euch gerne abstützen. Erst die Beine strecken, Füße wieder etwas zusammenbringen und dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Und noch ein paar Mal die Schultern zurückkreisen. Dann beginnen wir jetzt mit der Dehnung oder den Dehnungen der Beinrückseite. Wir gehen in eine Schrittstellung. Achten darauf, dass die Füße nicht hintereinander stehen, sonst wird es zu instabil. Das vordere Bein ist gebeugt. Ihr könnt die Hände auf dem vorderen, also auf dem rechten Oberschenkel ablegen und das linke Bein weit nach hinten schieben. Wenn ihr jetzt die linke Ferse in die Matte drückt, solltet ihr in der Wade und in der Kniekehle eine angenehme Dehnung spüren. Wenn ihr keine Dehnung spürt, ist der Schritt zu klein. Dann schraubt den Fuß noch ein bisschen weiter zurück und senkt wieder die Ferse. Spürt die Dehnung. Spürt vielleicht auch, wie die Muskeln, die Faszien nach einem Augenblick nachgeben. Und dann wechseln wir das Bein, holen den linken Fuß nach vorne, rechte geht zurück. Vordere Bein ist wieder gebeugt, Hände auf den Oberschenkel. Der hintere Fuß zeigt ganz gerade nach vorne und wir drücken wieder die Ferse in den Boden, machen eventuell den Schritt größer. Und dann kommen wir langsam
Und wir wollen unsere Beinrückseiten, so die Hamstrings, die Oberschenkel dehnen. Dazu beugen wir uns nach vorne und fassen unsere Oberarme. Wir lassen den Oberkörper und den Kopf ganz locker hängen. Und beginnen mit sanften, federnden Bewegungen. Das lieben auch unsere Faszien. Ganz entspannt loslassen im unteren Rücken. Und dann lösen wir mal die Hände von den Oberarmen und versuchen mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen. Auch immer weiter federn, ganz sanft. Versuchen vielleicht die Handflächen aufzusetzen. Aber es ist kein Problem, wenn das nicht geht. Irgendwann sind die Muskeln soweit gedehnt und dann geht es. Es kann dauern, aber es funktioniert. Okay, langsam wieder aufrichten, Schultern ein paar Mal zurückreisen. Noch eine Dehnung für den gleichen Bereich. Wir wollen die Beine überkreuzen, rechte Bein über das linke, die Fußaußenkanten können sich berühren, müssen sich aber nicht berühren. Und wir beugen uns wieder nach vorne. Und strecken die Finger wieder Richtung Boden. Spür die Dehnung jetzt im linken, rückwärtigen Bein. Und dann langsam wieder aufrollen. Und wir tauschen linke Bein kurz vor dem rechten. Fuß außen kann. Können sich, müssen sich nicht berühren. Und wir beugen uns wieder nach vorne. Langsam wieder nach oben aufrollen, Beine entkreuzen und wir gehen in eine Grätsche. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Wir nehmen die Hände in die Taille und beugen zunächst mal den Oberkörper so weit nach unten, dass er parallel zum Boden ist. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Beine sind nach Möglichkeit gestreckt. Unser Scheitel zieht wieder nach vorne, Steißbein nach hinten. Dann lassen wir unsere Hände an den Beinen nach unten gleiten. Der Oberkörper folgt. Erst einmal locker hängen lassen. Und dann ziehen wir uns ein bisschen zwischen unsere Beine. Und dann nehmen wir langsam wieder auf, indem wir den Oberkörper ist wieder parallel zum Boden heben. Und dann den Bauch aktivieren und uns wieder in der Mitte einfinden. Die Schultern ein paar Mal zurückreisen und die Beine auch mal ausschütteln. Und dann beginnen wir mit dem Sonnengruß. Und zwar beginnen wir immer am Beginn der Matte, am kurzen Mattenende. Hier stellen wir uns ein, weil wir dann mit den Beinen nach hinten gehen. Wir üben diese 12-Haltung erst einmal ohne Berücksichtigung des Atems. Einfach nur, dass wir die Bewegung erstmal verinnerlichen und dann kommt irgendwann der Atem dazu. Es gibt verschiedene Arten von Sonnengruß. Es gibt manche Traditionen, die beginnen mit dem linken Bein, manche beginnen mit dem rechten. Im Prinzip spielt es keine Rolle. Ich komme aus dem Yoga der Energie und ich beginne mal links. Wenn es euch lieber ist, rechts zu beginnen, dürft ihr das natürlich gerne tun. Okay, wir beginnen. Wir lösen die Hände voneinander, führen die Arme nach oben, kommen in eine sanfte Rückbeuge. Ausatmen, beugen uns nach vorne, setzen die Hände, wenn es geht, links und rechts neben den Füßen auf und zwar, dass die Finger und die Zehen auf einer Höhe sind. Ihr dürft die Beine gerne beugen, wenn die Beinrückseiten jetzt noch nicht so gut gedehnt sind. Und dann streckt das linke Bein weit nach hinten.
Setz den Fuß auf die Fußspitze, bring das Knie nach unten, leg den Fußrücken ab und den Blick richtet nach oben. Dann wieder zurückkommen, Knie heben, Fuß auf die Fußspitze und den rechten Fuß zum linken. Wir sind in der schiefen Ebene. Wir kommen jetzt nach unten in die Bauchlage und wieder hoch zur Cobra. Knie, Fußrücken, Brust, Bauchlage und kleine Cobra. Wenn ihr die Cobra schon öfter geübt habt oder euer Rücken auch okay ist, könnt ihr eine Stufe höher gehen oder noch ein bisschen höher. Dann könnte man aus der Planke heraus durchtauchen in die Cobra. Also einmal absenken und von hier durchtauchen und in die Cobra kommen. Dann stellt die Füße wieder auf die Zehenspitzen, hebt die Knie, kommt in den herabschauenden Hund. Streckt den Rücken, die Hände schieben kräftig in die Matte, die Finger sind gespreizt. Dann holt den linken Fuß nach vorne. Wenn das nicht gleich beim ersten Mal klappt, zwischen die Hände zu kommen, meinetwegen bis hier, dann fasst mit der linken Hand den Fuß, helft ihm so ein bisschen auf die Sprünge oder macht diesen Raupengang mit den Zehen und rutscht dann von Sonnenbrust zu Sonnenbrust immer ein bisschen mehr nach vorne. Legt das rechte Knie den Fußrücken wieder ab und richtet den Blick nach oben. Und dann stellt die rechte Fußspitze auf, macht einen großen Schritt nach vorne in Uttanasana, in die Vorbeuge. Und einatmet, richtet euch auf und bringt die Hände zusammen und wieder voneinander lösen. Wir machen das gleiche jetzt mit dem rechten Bein. Wenn wir links begonnen haben, dann das rechte, wenn ihr mit rechts begonnen habt, dann tauscht. Strecken und Rückbeuge, Vorbeuge, rechter Fuß nach hinten, Knie und Fußrücken ablegen, Blick nach oben. Fußspitze wieder aufstellen, linke Fuß zum rechten und Knie, Fußrücken, Brust, Stirn und eventuell durchtauchen oder kleine Cobra. Zehen wieder aufstellen. In den herabschauenden Hund kommen, Rücken strecken. Dann holt den rechten Fuß nach vorne, legt das linke Knie wieder ab, schaut nach oben und bringt den linken Fuß wieder zum rechten in die stehende Vorbeuge. Atmet ein, sanfte Rückbeuge und wir sind wieder angekommen. Wenn ihr den Sonnengruß übt, versucht es ruhig drei Runden zu machen. Also eine Runde Bein links, Bein rechts ist ein Sonnengruß und das Ganze dreimal. So, jetzt wollen wir den Atem mit integrieren. Und zwar geben wir es eigentlich die Bewegung schon vor. Wenn wir in eine Rückbeuge gehen, werden wir weit atmen ein. Wenn wir uns nach vorne beugen, atmen wir aus, weil wir dann eng werden im Brustkorb. Also, beginnen wir. In dieser Haltung atmen wir ein, aus, nehmen die Hände zusammen. Ein, Rückbeuge, aus, Vorbeuge. Ein, linke Fuß zurück, Blick nach oben. Rechte Fuß zum linken, ausatmen, Knie nach unten und einatmen in die Kuh. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen, linken Fuß nach vorne, Blick nach oben. Zehen wieder aufstellen, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, aufrichten, Rückbeuge und ausatmen, die Hände wieder vor dem Herzen zusammen und die Arme lüften. Wir sind wieder in der Ausgangsstelle. Jetzt noch einmal mit dem rechten Bein. Einatmen, ausatmen. Ein, Rückbeugen. Aus, nach vorne beugen. Rechte Bein zurück. Blick nach oben. Und linke Bein dazu. In die Planke kommen.
Ausatmen, beugen, durchtauchen, einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechte Fuß nach vorne. Ausatmen, linke Fuß zum rechten, Vorbeug. Einatmen, wieder aufrichten, Rückbeuge. Und ausatmen, Hände vor den Herzen zusammen und los. So, ich hoffe, ihr konntet soweit folgen und es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und dann habt ihr euch auch eine Entspannung verdient. Dann begebt euch in Shavasana in die Rückenlage. Öffnet die Beine ganz leicht, lasst die Fußspitzen nach außen fallen, die Arme auch etwas vom Körper entfernt ablegen, die Handrücken berühren die Matte und dann schließt die Augen. Spürt den Kontakt eures Körpers zum Boden. Wandert einmal gedanklich durch euren ganzen Körper hindurch. Von den Füßen über die Beine. Beckenbereich, Rumpf, Arme, Schultern bis zum Kopf. Registriert alles, was in eure Wahrnehmung kommt, aber bewertet nichts. Mit eurer Aufmerksamkeit zu eurem Atem. Nehmt ihn wahr, so wie er im Moment fließt. Bleibt mit der Aufmerksamkeit bei jedem Ein- und Ausatmen. Mit etwas tiefer ein und mit der Ausatmung gebt Entspannungsimpulse an eure Füße. Entspannt die Füße in den Fußgelenken, in den Zehen. Wieder etwas tiefer einatmen und ausatmen. Stellt euch vor, der Atem fließt durch den ganzen Körper, durch eure Beine, bis in die Füße und entspannt beide Beine. Lasst los. Mit der nächsten Ausatmung entspannt den gesamten Bauchbereich. Lasst die Bauchdecke ganz weich werden. Stellt euch vor, alle Organe sinken etwas tiefer Richtung Rücken. Alles hängt ganz locker. Mit der nächsten Ausatmung lasst eure Arme ganz entspannt und schwer auf der Matte liegen. Auch die Schultern sinken ganz tief in die Matte. Dann geht mit eurer Aufmerksamkeit zum Kopf. Atmet ein und entspannt ausatmet die gesamte Kopfhaut. Geht
der nächsten Ausatmung entspannt die Stirn. Lasst sie ganz glatt werden. Atmet wieder ein und aus. Entspannt die Augenlider. Lasst auch die Augenlider ganz schwer auf den Augen liegen. Entspannt auch die vielen kleinen Muskeln rings um die Augen herum. Lass diesen Bereich ganz weich werden. Mit der nächsten Ausatmung entspannt Ober- und Unterkiefer. Lass sie ganz locker aufeinander liegen. Zuletzt entspannt die Lippen. Vielleicht könnt ihr die Mundwinkel etwas nach oben ziehen und schenkt euch ein Lächeln. Gedanken auftauchen, die euch ablenken wollen, dann nehmt sie wahr, aber lasst sie ziehen wie Wolken am Himmel. Nachher ist noch genug Zeit, sich diese Gedanken anzugucken. Jetzt erst einmal ziehen lassen und alles loslassen. Es gibt nichts mehr zu tun, nur noch entspannen. Dann lasst den Atem wieder etwas tiefer werden. Aktiviert euren Körper, indem ihr die Finger bewegt, die Füße. Vielleicht einmal die Handgelenke kreist. Die Füße. Und dann nach und nach den ganzen Körper bewegen. Nochmal recken und strecken und regeln. Und wenn ihr soweit seid, dann öffnet wieder die Augen und kommt die Armschlaufe oder über die Seite wieder hoch zum Sitzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Namaste.